könnte auch Genji nehmen, aber dann wird es, glaube ich, zu offensichtlich, dass ich verliere. Oder verlieren will, weil ich... Selbst wenn ich mit Genji tryharde, spiele ich einfach wie Crap. Das könnte ich tatsächlich machen, wenn ich dann irgendwann in Bronze angekommen bin. Dann könnte ich ein bisschen Genji spielen und... gegen halt so ein paar Lowbrainers. Nee, das ist gemein. Und Bronze sind ja auch Menschen. Aber gegen ein paar Bronzes ein bisschen Genji trainieren. Aber der Witz ist, also wenn wir mal in Bronze angekommen sind, dann werden die Spiele sehr, sehr, sehr lustig. Denn in Bronze gibt es so fundamentale Dinge wie, die Leute können nicht zielen, die Leute spielen auf 10 Millionen DPI, die Leute, boah, ja, keinerlei Game-Sense, nichts. Die spielen halt wirklich einfach nur casual mit Ranked-Regeln. Spiel mal May und platziere deine Walls einfach mega Cancer, ist auch geil. Das können wir tatsächlich im Defense mal machen. Das machen wir mal, ja. Das machen wir. Wobei ich mir eigentlich keine Stats ruinieren will. Also ich wollte mir eigentlich keine Stats mit Heroes ruinieren, die ich dann später spielen will, aber egal. Also ich spiele jetzt zum Beispiel nicht 76 und schieße nur daneben, weil dann habe ich irgendwie 20 Spiele lang eine Treffergenauigkeit von 2% oder so. Und kriegt die dann nicht mehr hoch. Das muss ja nicht sein. So, warte mal, wir fliegen mal da durch. Wo ist der 76? Da ist der. Fuck! Hä? Oh, da ist ein Turret. RIP. Sie gehen rein, sie gehen rein ohne mich. Was soll ich tun? Shit. I'm so bad. Ist auch voll gut, dass ich keinerlei Heals bekomme oder so. Dann könnte ich vielleicht sogar das Turret mal zerstören. Aber naja. Oh, ich habe Goldkills. Perfekt. Also nochmals Disclaimer, ne? Pharah kann ich auch überhaupt nicht. Ich glaube, meine schlechtesten Heroes sind Genji und dann kommt gleich Pharah. So, wo ist das Scheißgeschütz da hinten? Ich treff's nicht, ich bin so schlecht. I'm so bad. Oh, ich stell das woanders auf. Okay. Oh. Hey, komm, gib mir die Tranquility. Oh, fuck! Ey, gibt's hier mir nicht. Hast du aufgepasst? Du willst doch eh verlieren, was willst du mehr? Ja, wir cappen. An mir liegt's nicht. Hast du aufgepasst? Habe ich ein einziges Mal Heals bekommen? Ich glaube nicht. Warum cappen wir? Warum cappen wir? Oh. Well, that's awkward. Guys, come on, go in, go in, go in, ja, go in. Ist ja gut, jetzt chill mal, Junge. Einmal am Anfang kurz, okay. Na, immerhin. Oh nein, oh nein. Schnell zurück. Verhindern, dass wir campen. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Um Gottes Willen. Diva Right-Click Bastion, please. Oh nein. Komm schon, Mercy. You can survive. So, wir tun mal so, als würden wir irgendwas tun.
Hey. And I come up, why you don't hear me? What the fuck, we got that point if you tell me. Was spielen die überhaupt? Double Hit Scan, perfekt. Die perfekte Gelegenheit, um Forward zu spielen. Ich sehe schon. The turret is no more. Oh. So, machen wir mal Long Distance Rocket Sniper. Helden sterben nicht. Wiederum keine Heals. Keinerlei Heals. Ana Farah Best Combo Cover. Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Also, Ana kann. Oh, fuck. Warte mal, wir killen uns selbst. Huh. Ana und Farah ist eigentlich schon eine ganz gute Combo. Also, wenn ich Ana spiele, habe ich keinerlei Probleme, eine Farah zu healen. Meistens. Sofern halt irgendeine Art von Teamkommunikation besteht. So, pass auf, du wolltest May. Wir machen einfach unsere Walls alle hier hin. Bumm. Doppelte Wand hält besser. Lol, der erste Treffer ist ein Headshot. Leck mich am Arsch. Wo ist denn die Farah? Ach da. Normalerweise würde ich hier nicht stehen als May. Ich bekomme keinerlei Shield, ich bekomme nichts und ich bin trotzdem am Leben. Wie ist das möglich, Mann? Jetzt müssten sie eigentlich pushen, weil ich meine Wall benutzt habe. Komm schon, jetzt push durch, Reinhard. Okay, der Soldier kommt. Okay, wir haben unsere Ult. What the fuck? Du hast 20% bessere Trefferquote, seit du mit meinen Settings spielst. Ja, siehst du mal. Hat sich's gelohnt. Okay, jetzt müssen wir sie langsam mal cappen lassen. Oh, fuck. Mercy, Mercy. Oh, die Anna. Perfekt. Kill me, please. Jawohl, jetzt komm. Jetzt pushen sie hart. Jetzt haben sie es. Tactical visor activated. Why do you wake him, May? Was? War der geslappt? I don't know. War der Nanobus jetzt rein, hat geslappt? Nevermind, Level 28. Only guy on fire. Only guy on fire. My fault. Perfekt.
Naja, gut, kann sein. Vielleicht habe ich ihn ja aufgeweckt. Der einzige on fire. Level 28. Dann kann er es ja nicht besser wissen. Jetzt kommen ja die Pro-Strats, hä? Oh, ich bin tot. Komm mal, guys. Hä? Warum ist denn da keiner? What the fuck? Komm schon, capped. Please. Hup. Boom. Streamst du regelmäßig? Hey, Sir Meep! Unglaublich, bist du neu hier? Ich kenne dich noch gar nicht. Was heißt regelmäßig? Ich versuche, so oft es möglich ist, zu streamen und so oft ich Lust habe. Unglaublich, wir haben ja so gut wie nie neue Zuschauer. Und immer noch der einzige Unfall. Nee, die Mercy mittlerweile. Okay. Ja, Sir Meep, dazu sei gesagt, ich spiele gerade auf meinem zweiten Account. Auf meinem Smurf-Account und habe meine Placements gemacht und wurde zu hoch gerankt. Jetzt kann ich mit den Mates, die ich aus Bronze rausziehen will, nicht mehr zusammenspielen. Dementsprechend befinden wir uns gerade in ein paar Matches, in denen wir versuchen, meinen Rank zu, meinen Rank zu reduzieren, sage ich mal. Dementsprechend versuchen wir absichtlich Spiele zu verlieren. Okay. Sie haben gerest. Oh. Well. Das habe ich gefettfingert. Oh, jetzt habe ich mein ganzes Magazin leer gefreest. Oh, okay. Irgendjemand auf dem Punkt steppen, oder? Oh ja, 4 Ults. Keiner benutzt sie, perfekt. What? Shit, ich glaube, wir gewinnen das. Ich habe nur früher die YouTube-Videos geguckt, zum Beispiel Need for Speed, The Crew. Was? Splitter? Splitter? Outlast? Splitter sagt mir gar nichts. Habe ich jemals ein Spiel gespielt, das Splitter heißt? Ja, es verirren sich ab und zu mal wieder ein paar Leute hierher, die früher mal meine Videos geschaut haben. Ja, schön, dass du da bist. Okay, jetzt müssen wir, throwen. Ah, Splinter Cell. Okay, Splinter Cell. Jetzt macht das Sinn. So, normalerweise würde ich hier wallen. Aber das lassen wir jetzt mal, damit die hier durchkommen. Komm, kill mich! Ah. Oh Mann, mein Aim ist ja heute so schlecht. So, okay. Komm. Ja, Gott sei Dank. Reaper. Reaper sieht man tatsächlich selten auf Hanamura Defense. Insgesamt sieht man Reaper selten heutzutage.
Wir können nachher auch mal ein bisschen Reaper spielen. Oh nein, da ist die Pharah. Die wreckt mich. Die wreckt mich. Fuck, ich wreck sie. Oh shit. Übrigens, Fun Fact, ich habe mir einen neuen Stuhl bestellt. Endlich mal. So einen richtigen Gamer-Stuhl. Stuhl von Noble Chairs nennt sich das. Bin mal gespannt. Der kommt irgendwann am Mittwoch oder so an. Das könnte sick werden. Was? Wo ist denn der Winston hin? Oh nein! Mein Geschütz hat den Winston gekillt. Hanzo ist gut. Ja, Hanzo an sich ist gut. Aber wenn der Spieler nicht gut ist. We have useless level 28 Junkrat. Jetzt hätte ich fast Bock, den Punkt einzunehmen, nur um ihm zu beweisen, dass ich nicht useless bin. Aber die müssen ja auf mein Profil gegangen sein, um zu wissen, dass ich Level 28 bin, oder sieht man das hier auch? Ah ne, sieht man hier auch. Au. Ja, das Problem ist, wir können schon nicht mehr verlieren, ne? Das Einzige, was wir hier noch rausholen können, guys, follow me in the right room. Ist ein Draw. Nein, bitte change somehow. Oh nein. Okay, Reinhard ist down. Wir killen mal das Geschütz da oben. Oh, okay. Helden sterben nicht. Shit, ich glaube, wir cappen. Low-Elo-Bereich heulen immer alle rum wegen dem Level. Dabei sagt es gar nichts aus. Eben. Es sagt einfach nichts aus. Du kannst ein Level 700er haben, der nichts kann, und du kannst ein Level 20er haben, der einfach ultra gut ist. Dieses Raumschiff, Mann. Okay, jetzt kommt der Klatschreifen, pass auf. Ring, ring! Boom! Bye, bye. Ich glaube, wir gewinnen das. Und wieder der Einzige on fire. Mensch, dieser useless Junkrat. Na gut, dann gewinnen wir es halt. Mein Gott, was willst du machen? Wenn ich jetzt Highlight habe, ne, dann raste ich aus. So, was, wer hat... 4 Gold Medals, Cold Blood. Ja, als Diva kann das schon sein. Oh ja. Oh ja. Mhm. Ganz genau. Ganz genau. I've got you in my sights.
Time to uprank. So, wie viele Punkte haben wir jetzt da bekommen? Shit, wir sind höher als wir vorher waren. So viel zum D-Rank. Fuck.